Vor der Menage musste die ganze Besatzung vor der Küche antreten. Alle waren neugierig, was jetzt etwa kommen werde. Endlich erschien der Artilleriehauptmann Kosel mit seinen Offizieren und hielt eine nicht gerade ruhige Predigt. Er war fast außer sich vor Zorn, weil ihm gemeldet worden war, dass immer in der Festung auf den Gängen während der Nacht die Notdurft verrichtet wurde. Es war nämlich in der Festung noch kein Abort fertig. Und jeder musste zur Verrichtung der Notdurft 200 Schritte weit ins Freie gehen, auch in der Nacht. Nun ordnete der Hauptmann an, dass von den Schützen und auch von der Artillerie je ein Unteroffizier und drei Mann von 8 Uhr abends bis 5 Uhr früh Wache halten müssen. So oft ein Mann während der Nacht auf den Abort ging, musste ein Mann dieser Wache mit Bajonett auf mitgehen, beziehungsweise die Scheißer bis zum Abort begleiten und dann wieder zurück. Diese Wache bekam den ehrenvollen Namen Scheißpatrouille. Die militärische Zensur in allen kriegführenden Ländern sorgte dafür, dass solche Meldungen in keinem der Briefe, die von der Front geschickt wurden, zur Sprache kamen. Aber die Schrecken, Nöte und das Grauen wurden sehr wohl beschrieben. Frankreich, November 1914. Ich sah Leute weinen vor Überanstrengung. Aber dieselben Leute sah ich am anderen Abend kreuzvergnügt im Quartier, schwelgen in Gutigkeiten aus der Heimat. So schroff ist bei uns der Wechsel. Galizien, März 1915. Was ich bis jetzt für Elend und Not gesehen habe unter der Zivilbevölkerung, ist zu beschreiben mir unmöglich. Man möchte mitunter fast weinen. Ich habe mir schon oft gedacht und unseren Herrgott gebeten, er möge unser schönes Land Tirol vor solch schrecklichem Unglück bewahren. Wenn ich das Glück haben sollte, heimzukommen, so glaube ich, wird man erst wieder förmlich lernen müssen, mit Menschen zu verkehren. Denn solche Viecher, wie wir jetzt sind, könnte man im friedlichen, bürgerlichen Leben wahrhaftig nicht brauchen. Galizien, April 1915. Man darf auch nicht glauben, dass die Russen das Krieg führen nicht können. Das ist nicht wahr. Seid nur nicht missvergnügt gegen Gott. Im Hinterlande ist die Not nicht so stark. Aber hier, wo der Krieg tobt, sieht man Elend und Not. Zuerst haben die Russen alles gestohlen, das Vieh und die Nahrungsmittel. Dann kommen unsere Soldaten. Die nehmen die Häuser auch noch, mögen die Leute drinnen sein oder nicht, weil wir die Türen und Dachbalken zu Deckungen brauchen.